Tagesordnungspunkt 9.7, Baumaßnahmen auf dem Terrassenufer. Wer bringt ihn ein? Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Wir erinnern uns an das Abschiedsgeschenk von Herrn Schmidt-Lamontin als ehemaliger Baubürgermeister unserer Stadt. Er hatte vor ungefähr einem Jahr in einer Nacht- und Nebelaktion auf dem Terrassenhof einen Radschutzstreifen angelegt, wo früher zuvor die Anwohnerparkplätze waren. Einen Radschutzstreifen, der direkt parallel zu einem Radweg verlief und auch noch einem weiten Radweg an der Elbe verlief, der letztendlich relativ wenig Nutzen hat und auch heute noch relativ wenig genutzt wird. Das an sich ist jetzt nicht so das große Problem. Das große Problem war eigentlich, dass Anwohner wieder vor veränderte Tatsachen gestellt wurden, ohne vorher gefragt zu werden. Es ist nicht das einzige Mal in der letzten Zeit gewesen, dass die einseitige Verkehrspolitik Anwohner vor unlösbare Aufgaben gestellt hat. Das wiederholt sich in dieser Stadt relativ regelmäßig. Wir hatten es jetzt gerade erst wieder am kleinen Schachwitzer Ufer. Und es scheint es egal zu sein, welcher Baubürgermeister gerade im Amt ist. Zukünftig muss auf jeden Fall ein Modus erforderlich sein, die betroffenen Anwohner bei derartigen Entscheidungen mit einzubeziehen und auch rechtzeitig zu informieren. Nicht, dass sie erst dann überrascht werden, wenn plötzlich irgendwelche neuen Markierungen auf der Straße vor ihrem Haus zu finden sind. Aus diesem Grund gab es ja auch in dem Fall eine Petition. Diese Petition hatte nicht wenige Mitzeichner gehabt. Initiiert wurde sie von einer Anwohnerin, die direkt dort betroffen war, die auch einiges an Mitzeichnern für dieses Problem gefunden hat. Mit diesem Antrag hier wollen wir einen Lösungsvorschlag unterbreiten. Er soll sie Ladezonen einrichten in dem betroffenen Bereich, damit die Anwohner, die bisher jetzt keine Möglichkeit mehr hatten, ihre Fahrzeuge zu be- und entladen oder auch Gäste oder auch Anwohner, die weniger gut zu Fuß sind, dass sie einen relativ kurzen Fußweg bis nach Hause haben, dass diese hier die Möglichkeit bekommen, zukünftig wieder fußläufige Hausbesser zu erreichen, um so Schadensbegrenzung für diese Anwohner zu betreiben. Aus diesem Grund bitten wir um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe zu diesem Antrag bislang nur eine Wortmeldung, sodass wir keine Fraktionsrunde, sondern Herr Aschenbach, bitte. Herzlich willkommen zu Parken. Wie geil ist das denn? Hier abkratzen. Es ist keine überraschende Erkenntnis, dass Autofahren nur Spaß macht, wenn man am Start- und Zielort parken kann und die Wege frei sind. Damit verbunden ist, wie bekannt, eine Menge in einer Stadt sehr rarer Platz. Die Wege haben wir jahrzehntelang unserem tonnenschwerwiegenden Mobilitätsbedürfnis angepasst. Immer mehr Menschen kamen in den Genuss des motorisierten Individualverkehrs und so war die Menschwerdung erst abgeschlossen. Wenn Mensch nur mit Auto ist, ist Parken Menschenrecht. Platz hin oder her. Beim Radfahren ist die Lagerung des Vehikels ein geringes Problem, wohingegen der Platz, den Weg sicher zu überleben, mittlerweile fehlt oder auch mehr. Ein sich verschärfendes Problem, da viele herausgefunden haben, dass Autofahren vielerlei Konsequenzen hat, die gar nicht so geil sind und aufs Rad steigen. Herr Krüger spricht von einer gruden Ideologie. Zurück zum Platzproblem. Mehr Radler brauchen mehr Radwege, weil Platz endlich, Autofahren gefährlich und ein Fußgänger viel zu langsam ist. Also muss irgendwas weg. Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer oder Parker. Bei diesem Entscheide-dich-Spiel fällt die Wahl der After- und Freien Wähler rechts auf Radfahrer. Der Radschutzstreifen zwischen Sachsenplatz und Terrassenufer 16 soll wieder von der Straße gekratzt werden. Parken, wie geil ist das denn, rufe ich und lehne ab. Es gibt eine weitere Wortmeldung von Herrn Böhm.
gut, wird reichen. Sehr geehrter Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf den Alleingang vom früheren Baubürgermeister Schmidt-Lamontaine hatte der Kollege Laczynski ja schon hingewiesen. Er hat allerdings jetzt so ein bisschen in seinem Antrag unterschlagen, dass er doch den Radweg rückbauen wollte. Das steht nicht im Ausschussbericht. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, das ist ein Thema. Einmal geschaffene Radwege, da werden wir nicht dabei sein, die wieder zurückzubauen. Es sei denn, sage ich mal, man muss da vielleicht noch was umgestalten, wie am kleinen Schachwitzer Ufer. Allerdings Punkt 2 betrifft ein lebenspraktisches, wichtiges Problem. Und es ist nicht so, wie das der Kollege Aschenbach jetzt wieder satirisch dargestellt hat, irgendwelche Blechlawinen und irgendwelche Parker, sondern es betrifft nicht nur die bewirtschafteten Parkplätze, sondern es sind dadurch wohnungsnahe Möglichkeiten zum Ein- und Ausladen für Anwohner und Besucher weggefallen. Und gerade für ältere und gehbehinderte Menschen sind weite Wege zum Auto und das Schleppen von Einkäufen nicht zumutbar. Und es hilft auch niemandem, dass diese dann in ihrer Not regelwidrig vor der Haustür auf dem Radweg halten. Hier muss gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft nach Lösungen gesucht werden. Deswegen unterstützen wir den Punkt 2 des Antrags. Das ist ja auch das, was übrig blieb vom federführenden Ausschuss. Danke. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen noch? Gibt es noch? Herr Zastrow, bitte. Ja, auch das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, um die es hier geht. Man kann ja Radwege einordnen und das ist ja oft doch sinnvoll. Aber es geht ja nicht nur darum, an diejenigen zu denken, die durch ein Wohngebiet, durch eine Gegend hindurchfahren, sondern wir müssen ja auch an diejenigen denken, die dort leben, die dort ihren Lebensmittelpunkt haben. Und wer den Bereich dort kennt, das sind diese Altneubauten aus den 50er und 60er Jahren. Wer sich die Soziostruktur der Gebäude anguckt, da wohnen meistens etwas ältere Menschen, für die es durchaus mühsam ist, den jetzt auch viel weiteren Weg bis zum Parkplatz zurückzulegen. Ich habe das schon mal gesagt, ich wiederhole mich da auch immer wieder. Diese Stadt besteht nicht nur aus jungen und gesunden Bürgern, sondern es gibt eine Menge Menschen, die auf ein Auto angewiesen sind, auch darauf angewiesen sind, dass die Entfernung sowohl zum Auto oder auch zur Haltestelle nicht zu weit sind, damit sie überhaupt noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Deswegen ist es aus meiner Sicht angesagt, und das muss auch so sein, dass man, wenn man die ganzen Parkplätze dort streicht, wenigstens einen gewissen Ersatz schafft. Der DDR-Wohnungsbau in den Plattenbaugebieten, wer das kennt, hat das übrigens beachtet. In den meisten Plattenbaugebieten gab es solche Ladezonen. In Leuben, wo ich groß geworden bin, gibt es die hinterm Haus, können die Leute hinfahren, auch heute gibt es das noch, und dort ausladen, haben einen kurzen Weg, weil die Parkplätze auch in diesen großen Plattenbaugebieten meistens ja ein Stück entfernt sind. Und das wieder zu schaffen, ist ganz wichtig, übrigens nicht bloß für die Anwohner, sondern auch für die Lieferdienste, die, wenn man genau die Stelle sich jetzt anguckt, wenn sie tagsüber dort langfahren, ich fahre die Strecke nun wirklich oft am Terrassenufer, in der Regel stehen dort Lieferdienste. Dass ein DHL-Wagen ist oder Hermes oder wie auch immer, auch für die sollte man, an die sollte man mitdenken. Und die Fläche gerade dort in dem Bereich gibt es eigentlich her, dort Möglichkeiten zu schaffen. Das gehört mit dazu, wie gesagt, wenn man nicht Verbesserungen für den Radfahrer möchte, darf ich den Anwohner nicht außer Acht und aus dem Blick lassen. Deswegen stimmen wir dem Antrag auch zu. Vielen Dank. Herr Wertz, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Linke lehnt diesen Antrag ab. Natürlich haben wir uns auch erst mal gewundert, dass dort ohne Beteiligung der Betroffenen im Prinzip diese Parkplätze weggekommen sind. Allerdings ist durchaus positiv zu erwähnen, dass eben der Radverkehr im Prinzip sicherer, was wir vorhin besprochen haben, geworden ist, dass er im Prinzip seine Radschutzscheiben bekommen hat. Und auch für den Verkehrsfluss des motorisierten Verkehrs ist die Parkfreiheit des Terrassenufers durchaus ein Beitrag, weil ein- und ausparkende Autos den Verkehrsfluss nicht mehr unterbrechen. Jetzt kommen wir mal zur Frage, ist denn dort Anwohnerparken ein Problem? Nein, das ist es nicht.
Wenn Sie dort mal später am Abend langfahren, sehen Sie am Sachsenplatz im Prinzip große, freie Parkflächen, wo kein einziges Auto steht. Da steht vor dem Gerichtsgebäude steht noch eins von einem Diensthaben, ansonsten ist dort nichts los. Es mangelt nämlich diesem Antrag am Nachweis eines Parkdruckes, eines Parkbedürfnisses, genau an diesen Stellen. Und auch für betagte Menschen ist noch ein Argument, der im Prinzip vom Elbufer abgelegene Streifen, also die landwirtschaftliche Fahrbahn, ob man dort überlegt, im Prinzip, ob das so clever gewesen ist. Aber zu sagen, das sind jetzt im Prinzip Leute, die nicht gut zu Fuß sind, die auf der Elbseite dieser Straße parken und sich dann über diese Hauptstraße auf den Weg machen, um zu ihrer Wohnung zu gelangen, das macht kein Mensch dort. Und dieser Parkplatz ist nämlich ein wunderbarer Bypass gewesen, um sozusagen noch zu moderaten Preisen in der Zone 2 und nicht in der Zone 1 zu parken und dort im Prinzip günstige Preise relativ zentrumsnah mitzunehmen. Das heißt, wenn das Parkbedürfnis nicht da ist, wenn es nicht nachgewiesen ist, wenn es jetzt nicht entstanden ist, wenn dort jetzt keine Knappheit an Parkplätzen eingetreten ist, auch nicht nachgewiesen wird, dann ist dieser Antrag überflüssig und die Entscheidung der Verwaltung mit der Rüge der schlechten Kommunikation ist durchaus im Prinzip in Ordnung gewesen, ist außerdem auch im Verkehrsentwicklungsplan enthalten. Last but not least, der Stadtbezirksbeirat Altstadt hat diesen Antrag mit 4-12 abgelehnt. Insofern auch das vor Ort im Prinzip eine klare Entscheidung im Prinzip der Stadtbezirksräte. Und diesem Votum schließen wir uns an. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wir können dann ins Abstimmungsverfahren eintreten. Und ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Bericht des federführenden Ausschusses Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Hat bei 32 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Vielen Dank.